Ja, ich grüße wieder alle, die sich hier auf meinen Kanal verbunden haben, beziehungsweise gefunden haben und möchte heute ganz schnell, quick and dirty, euch eine neue Funktion in Photoshop zeigen. Seltsamerweise sehe ich die noch nicht so oft im Netz. Und zwar geht es ums Freistellen. Da hat sich was getan, und das wollte ich doch mal gerne zeigen. Ich ziehe mir mal ein Bild hier rüber. Gut, man kann jetzt sagen, gut, das dürfte jetzt nicht sonderlich schwierig sein für Photoshop. Aber diese Funktion, ich habe es bei mehreren Objekten und Formen schon probiert. Es ist teilweise sehr, sehr nützlich. Dazu gehe ich, drücke ich hier auf W, um hier die Objektauswahl zu animieren. Und dann sehe ich hier oben einen, das war bisher glaube ich noch nicht, und zwar diesen Pfeil hier. Da klicke ich mal drauf und da sieht man Cloud detaillierte Ergebnisse. Und das machen wir mal und gehe dann auf Motiv auswählen. Dann wird er sich mit der Cloud connecten und wird diese Auswahl erstellen. Und da habe ich also wirklich schon bei vielen Dingen, die ich freigestellt habe, super Ergebnisse erzielt. Ja, aber auch hier, ja, muss man nacharbeiten. Allerdings dürfte das jetzt kein Problem sein. Ja, also da habt ihr eine zu 90, 95-prozentige Aussage, ich kann es ja hier mal mit einer Maske versehen. Dann können wir auch mal hier eine Farbfläche drunter machen. Also nehmen wir, schwarz ist ja immer gut. Machen wir okay. Na komm schon, die ziehe ich jetzt hier drunter. Und da können wir es dann auch schon sehen, ohne jetzt irgendetwas in der Nachbearbeitung gemacht haben. Ja. Also das ist schon sehr sauber gelöst. Ja, ich habe also jetzt noch gar nichts anderes gemacht und dafür finde ich das also wirklich schon sehr gut gelöst. Ja, das wäre es gewesen. Mehr war es eigentlich nicht für heute. Probiert es mal aus. Vielleicht macht es ja auch für euch Sinn. Das wäre es gewesen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.